Okay, also ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte. In einem Unternehmen gibt es einen Systemadministrator, der ist verantwortlich für viele kritische Systeme. Und dieser Systemadministrator ist natürlich sehr kompetent, aber er neigt dazu, isoliert zu arbeiten und teilt den anderen Mitarbeitern nicht wirklich mit, was er jetzt dann geändert hat. Das ist normalerweise auch kein Problem, weil dieser eben ja in der Verantwortung steht und sich um alles kümmert. Aber manchmal kann es auch passieren, dass dieser Administrator eine Änderung macht, die dann katastrophale Folgen nach sich zieht. Deshalb macht dieser Administrator eben eines Tages einen Change. Dieser bleibt aber für einige Wochen unbemerkt. Dann geht er auf Urlaub. Und auf einmal gibt es einen Major Outage. Jetzt sind natürlich die Mitarbeiter auf sich gestellt und der Administrator kann nicht erreicht werden. Die Mitarbeiter probieren natürlich, das Problem zu lösen, aber es ist nahezu unmöglich, weil es eben keine konkrete Dokumentation gibt, beziehungsweise auch kein Change Management. Genau. Und damit möchte ich euch zu meiner Präsentation begrüßen. Ich bin der Dominik Aschbacher, bin 22 Jahre alt und arbeite als DevOps-Engineer bei der Firma BearingPoint. Genau, heute gehen wir mal auf das Problem ein. Dann schauen wir uns eine eventuelle Lösung dafür an und im Anschluss gibt es eben auch, ja, ein paar Vorschläge für Monitoring und Observability, damit man eben sicherstellt, dass die Systeme so laufen, wie sie laufen. Also, was ist das Hauptproblem? Das Problem ist eben, dass Changes gemacht werden, ohne dass andere informiert werden. Das kann man lösen, indem man einfach die Changes dokumentiert. Aber Dokumentation ist wie gewohnt Overhead und wird dadurch gerne vernachlässigt. Genau, also früher, beziehungsweise heute wahrscheinlich auch noch, werden Changes gerne manuell gemacht. Sprich, es gibt keine Automatisierung oder ähnliches, sondern die Administratoren greifen händisch auf die Systeme zu, konfigurieren diese zum Beispiel über eine SSH-Session oder über eine Cloud-UI. Und genau, so werden diese eben konfiguriert. Problem an der ganzen Sache ist eben, dass man das nicht nachvollziehen kann, was da jetzt gemacht wurde. Deshalb wurde oder ist es heutzutage auch schon ziemlich common, dass man einen Teil der Konfiguration in Git oder auf einem File-Server speichert und diese Konfiguration dann mittels Custom Deploy Scripts, wie zum Beispiel mit Bash oder mit Ansible, ausrollt. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass es teils schon dokumentiert ist, was da jetzt dann auf den Systemen läuft, aber es ist noch nicht wirklich enforced. Und genau da liegt auch das Problem, weil es trotzdem sein kann, dass eben die Administratoren direkt auf die Systeme zugreifen und dort Changes machen, ohne dass es jemand bemerkt. Und eine Lösung für dieses Problem wäre eben CI/CD und GitOps. Sprich, man geht den Ansatz, dass man sagt, man hat all seine Konfiguration in einem zentralen Git-Repository, entweder als Monolithen oder auch in mehreren Repositories. Das ist natürlich frei wählbar, diese Architektur. Aber was man damit macht, ist, man sagt, man definiert die Konfiguration bzw. die Infrastructure deklarativ als Code. Was bedeutet, jeder kann nachvollziehen, was ist gerade der Stand von den deployten Ressourcen. Das kann einerseits beinhalten VMs, Kubernetes-Cluster und so weiter. Es geht auch für Netzwerk Ressourcen, wie zum Beispiel Router oder Switches,
welche über Ansible provisioniert werden. Das ist dann auch möglich, einfach in Git die Konfiguration zu speichern und das Ganze dann via CI/CD Rollouts auszurollen. Sprich, es ist quasi automatisiert, wenn ein Change auf den Main Branch gemerged wird, dann gibt es eben ein dementsprechendes Rollout auf die Production-Systeme. Das Ganze kann natürlich auch beliebig konfiguriert werden, dass es eben bestimmte Branches gibt, die bestimmte Environments konfigurieren oder das Ganze über Tags gelöst wird. Das ist natürlich frei wählbar. Problem an dieser Sache ist dann aber, dass Änderungen bei den Ressourcen direkt trotzdem wieder ohne Change Management bzw. undokumentiert erfolgen. Und um dem zu entgehen, kann man eine Lösung verwenden wie Kubernetes, indem man zum Beispiel bei seinen Applikationen auf containerbasierte Lösungen setzt und diese dann mit Kubernetes in einem Cluster orchestriert. Und wenn man in diesem Cluster dann einen sogenannten Agent installiert, wie zum Beispiel Argo CD oder Flux, dann kann man dafür sorgen, dass dieser Agent immer darauf achtet, den Source of Truth, sprich den Stand vom Git-Repository, im Cluster zu deployen. Genau. Und heute gibt es einmal ein kleines Demo über Flux. Ich habe auf meinem Laptop jetzt einen kleinen Kubernetes-Cluster vorbereitet mit Minikube. Sprich, das läuft einfach in Docker zum Illustrieren. Und genau, das ist einfach ein plain Kubernetes-Cluster. Und da wurde Flux eben mit diesem Bootstrap-Command installiert. Wie man das sehen kann, greift dieser auf ein bestimmtes Repository zu mit dem Namen Linux-Tage und deployt eben dementsprechend die Ressourcen aus Flux-Clusters Minikube. Sprich, das ist der Pfad vom Repository. So, damit ich euch das jetzt sagen kann. Wechsle ich da einmal auf den anderen Tab. So, genau. Da gibt es eben diesen Ordner Flux Clusters Minikube. Und in diesem ist dann eben konfiguriert, was alles deployed wird. Also einerseits einmal dieses Flux System, das ist quasi dieser Agent, von dem ich gerade gesprochen habe. Und andererseits dann eben Base Components, die in Flux Base konfiguriert sind. Und Custom Apps, die man deployt, die in Apps konfiguriert sind. Mehr dazu gleich. So. Wenn man da jetzt einmal reinschaut in Apps, dann habe ich da eine Demo-App angelegt. Und jetzt will ich mal fragen, sind schon Leute hier mit Kubernetes vertraut, beziehungsweise mit Kubernetes Manifest? Ich sehe da ein paar Nicker. Da werde ich einmal ein bisschen durchgehen. Also in Kubernetes kann man Apps eben so deployen, indem man ein Deployment anlegt. Da kann man einfach angeben, welches Docker-Image verwendet wird und dann auch, wie viele Replikas von diesem Image gestartet werden. Das Ganze ist in dem Sinn hilfreich, weil man damit eben High Availability erreichen kann. Sprich, man kann mehrere Instanzen einer Applikation auf verschiedenen Servern deployen und somit wird der Traffic dann eben gebalanced und es macht auch nichts aus, wenn eine Compute-Node jetzt wegbricht. Genau. In diesem Beispiel habe ich jetzt dann eine Replika konfiguriert, sprich es gibt eine Instanz von dieser Applikation und das ist jetzt ein Nginx-Test. Das Ganze können wir uns jetzt da anschauen. Ich hoffe, das sieht man. Wenn ich da jetzt mal schaue, da gibt es eben einen Demo Namespace, das ist quasi seine Abkapselung in Kubernetes, damit man das besser organisieren kann. Und hier drinnen läuft dieser erwähnte Pod. Also ein Pod ist quasi einfach eine Enkapsulierung für den laufenden Container.
Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Genau. Wie man hier sehen kann, es läuft gerade eine Instanz. Und wenn ich jetzt dann hergehe und bei dem Deployment, da kann ich einfach die Anzahl an Replikas erhöhen, indem ich einfach sage, hier gehe ich auf 2. Und dann kann man auch sehen, dass ein neuer Pod erstellt wird. Aber wie ihr schon gesehen habt, der Pod ist auch direkt wieder gelöscht worden, weil das eben nicht den Source of Truth entspricht im Git und das automatisch vom Agent korrigiert wurde. Wie man das Ganze jetzt skalieren kann, ist einfach, indem man in Git das Ganze ändert. Da kann man die Changes über einen Commit pushen. So. Und somit haben wir da jetzt in der History direkt den Change drinnen. Sprich, wir sehen genau, was wurde jetzt am System verändert. Und das Ganze geht natürlich auch nicht nur für ein Scale-Up, sondern auch für Änderungen von Konfigurationsdateien, Ressourcen und so weiter. Und wenn wir jetzt in den Cluster schauen, dann dauert es ein wenig, aber nach einer kurzen Zeit sollte dieser den Change dann erfassen und das Ganze erstellen. Wie man hier sieht, erstellt er den zweiten Pod und das Ganze läuft jetzt auf 2 Instanzen. So. Und um das kurz zu illustrieren, kann man da auch einen Port Forward machen. So, und wenn jetzt da mal auf, auf den gehe, dann sieht man, da läuft der Nginx. Und wie man da bei der IP-Adresse sehen kann, switcht er zwischen 34 und 29. Und das sind eben genau diese zwei Pods. Genau. Also so funktioniert das eben. Man kann einfach über Git die Changes einchecken und somit werden sie am Cluster deployed. Und das Wichtige dabei ist eben, wenn man am Cluster was ändert, dann wird das auf den Stand von Git zurückgeändert. Das heißt, man ist da immer konsistent. So. Genau. Wenn man jetzt so ein System hat, dann ist es natürlich auch wichtig, das Ganze dementsprechend zu monitoren, beziehungsweise eine Observability zu schaffen. Und das Ganze macht man eben mit verschiedenen Ansätzen. Einerseits braucht man natürlich ein Monitoring-System, damit man eben direkt erkennt, was sind die aktuellen Metriken von dem System. Also einerseits kann das sein, Network Hardware, irgendeine Compute Resources, VM-Ressourcen und so weiter. Aber es kann auch irgendwo in die Tiefe gehen, wie zum Beispiel bei einem Service Mesh oder bei einem Load Balancer, wo man monitort, wie viele 500er zum Beispiel returned werden. Sprich HTTP 500 Responses. Und das ist natürlich dementsprechend auch wichtig, weil man so Fehler im System erkennen kann. Sprich, wenn es auf einmal einen Haufen 500er gibt oder eine Ressource am Max ist, dann muss man eben dementsprechend handeln. Und für das ist es eben wichtig, ein Monitoring-System zu haben, sprich für die Realtime-Werte. Und dafür kann man zum Beispiel Prometheus verwenden. Das ist eine Open-Source-Lösung. Genau, da werden dann einfach Metriken gespeichert. Und Prometheus funktioniert eben so, dass es pull-based basiert. Sprich, es greift auf HTTP-Endpoints zu, auf sogenannte Exporters. Das kann einerseits ein selbstgeschriebener Exporter sein in der Software direkt, um softwareinterne Daten preiszugeben. Oder es können auch vorgefertigte Exporter sein, wie zum Beispiel ein Node-Exporter, der die CPU-Auslastung oder Memory-Auslastung preisgibt. Dann gibt es eben ein anderes Open-Source-Projekt, das nennt sich Alert Manager. Dieses wird dafür verwendet, Alert-Rules zu erstellen.
die dann eben checken, ob ein gewisser Wert ein bestimmtes Threshold überschritten hat und dementsprechend einen Alert triggern. Das kann über verschiedene Kanäle passieren, wie zum Beispiel über Slack oder Pushover. Und genau so werden dann eben die Teammitglieder verständigt, den Fehler zu beheben. Genau. Andere Monitoring-Solution wäre eben auch noch CheckMK, was für physikalische Geräte gern verwendet wird, weil es da eben oft nicht wirklich den Support für Prometheus gibt. Genau. So wird so ein Setup ausschauen. Es gibt eben einen Prometheus-Server. Dieser speichert seine Daten eben in einer Datenbank. Und dieser Prometheus-Server, der scrapt sich eben einerseits die Metriken über Endpoints, wie schon vorher gesagt, oder es geht auch über ein Push-Gateway. Das passiert dann auf Push-Basis quasi. Das heißt, wenn man jetzt ein periodisches Skript hat, das jetzt nicht immer einen Endpunkt preisgibt, dann kann man auch dieses Push-Gateway verwenden, um die Metriken eben zu Prometheus zu schicken. Genau, da oben sieht man den Alert Manager, der ist eben tief gekoppelt mit Prometheus, indem man einfach auf die Metriken zugreift und dann eben zu den Notification Receivers alertet. Zudem kann man von Prometheus natürlich auch die Metriken so abgreifen, um Dashboards in Grafana zu bauen. Das ist natürlich auch sehr wichtig für die Observability, damit man eben sieht, wie ist gerade die Auslastung und wie sind die Trends. Genau. Neben Monitoring für die Realtime-Daten, sprich für die Metriken, die zurzeit anfallen, ist natürlich auch Logging sehr wichtig, um Fehler zu identifizieren. Ein zentrales Logging hat natürlich den Vorteil, dass man ja zentral alle Logs verfügbar hat und dann auch Fehler viel einfacher analysieren kann. Wenn zum Beispiel mehrere Ressourcen betroffen sind. Eine bekannte Lösung dafür ist Elasticsearch. Das funktioniert so, dass es eben sogenannte Beats gibt, am Endpunkt. Das sind quasi, könnte man Adapter nennen, die Logs von den entsprechenden Devices bzw. Applikationen scrapen, dann zu Logstash weiterschicken. Logstash ist eine Komponente, die ist dafür verantwortlich, die Logs, die meistens in einem für den Menschen leserlichen Format geschrieben sind, die parsen diese, beziehungsweise die können in irgendeinem Format sein. Und damit man eben eine gewisse Struktur kriegt, zum Beispiel das Datum parst, beziehungsweise die Kritikalität des Events, verwendet man eben Logstash, damit das eben in der Datenbank in Elasticsearch gespeichert wird. Und als Admin kann man dann eben Kibana verwenden, um diese Logs dann abzugreifen. Genau. Eine weitere Möglichkeit, die aber nicht sehr oft verwendet wird, ist Tracing. Tracing ist natürlich ideal, um Fehler zu identifizieren. Bei Tracing kann man nämlich von Start bis Ende genau nachvollziehen, was jeder Schritt macht. Und eine Lösung dafür wäre Open Tracing. Das ist eben die Open Source Lösung. Da gibt es Jaeger zum Beispiel als Implementation und mit der kann man dann eben genau von den ganzen Zwischenschritten die Tracing-Daten speichern und somit einen Request von Anfang bis Ende nachvollziehen. Man kann damit zum Beispiel aufzeigen, wenn ein User einen Request auf eine Website macht und dieser Request im Hintergrund auf die Datenbank zugreift, dann sieht man den gesamten Fluss des Requests. Genau. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich Dynatrace. Das ist
sehr einfach zu konfigurieren, weil es alles automatisch macht. Ja, ist halt nicht Open Source. Genau. Nachteil von der Tracing-Schicht ist natürlich, dass es einen Haufen Speicher benötigt. Sprich, wenn man jedes Event auf jeder Instanz traced, ja, das braucht natürlich einen enormen Amount of Speicher. Genau, so wird es ausschauen in Jaeger, wenn man so einen Request anschaut. Und genau, da kann man dann eben die verschiedenen Stages sehen. Und genau, so hat man dann eben einen Einblick, wo jetzt dann das Problem liegen könnte. Genau. Also, zum Abschluss, was sollte man beachten, um eine gewisse Transparenz in die IT-Operations zu bringen? Man kann anfangen, Git bzw. Infrastructure as Code zu verwenden, damit man eben deklarativ festlegt, was der aktuelle Stand ist. Man sollte seine Alerts so gestalten, dass sie eben ja, ihren Zweck erfüllen und nicht zu viel und auch nicht zu wenig alertet wird. Sprich, man selbst kennt die Systeme eher am besten als IT-Administrator und dann sollte man das eben so gestalten, dass man eben das alertet, was alertet gehört. Genau. Und als dritten Punkt noch, die Logs sollte man zentral verwalten, um ein späteres Debugging bei einem Event zu vereinfachen. Und genau, das wäre es eigentlich. Gibt es Fragen? Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und das war's. So, hallo. Ich habe jetzt den Vortrag Vim Everywhere. Es soll dabei ein bisschen darum gehen, wie man heutzutage Software Development mit Vim umsetzen kann. Und soll euch ein bisschen vielleicht Lust machen, das auch zu verwenden. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Valentin Klammer. Ich arbeite wie mein Kollege Dominik bei der Bearing Point und bin dort auch ein System Engineer / DevOps Engineer. Das heißt, wir betreuen größere Cloud-Infrastrukturen. Mein Hauptberuf ist oder meine Haupttätigkeit ist, Code zu lesen und Konfigurationen zu lesen und dann irgendeinen Schalter zu drücken aufgrund meines Wissens und dann irgendwas wieder zum Laufen zu bringen. Das heißt, wir betreuen große CI/CD-Systeme, was der Dominik jetzt gerade vorgezeigt hat. Und ich will jetzt einfach nur euch erklären, warum es super toll ist, Vim zu verwenden. Das heißt, als Erstes möchte ich euch erst einmal so die Motivation hinter dem Ganzen geben. Warum soll man das tun und wieso soll es euch überhaupt interessieren? Dann möchte ich ein bisschen ein paar Begriffe definieren, also was eine IDE ist, was ein Text Editor ist und eine sogenannte PDE. Und da die Unterschiede erklären und was da vielleicht gut oder schlecht dran ist. Und dann werde ich noch auf die verschiedenen Mutationen, nenne ich das jetzt einmal, von VI
eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt mit Vim starten wollt und noch gar keine Berührungspunkte damit gehabt habt, was da der erste Anlaufpunkt ist. Und dann will ich euch ein paar Konzepte von Advanced Features, von ein bisschen moderneren Features bei NeoVim zeigen, damit ihr wisst, okay, ich will jetzt wirklich eine IDE-ähnliche Erfahrung mit Vim haben. Und was gibt es da für Building-Blocks, also was gibt es da für Systeme, die ich verstehen sollte? Der Hintergrund ist einfach, es ist, wenn man das gleich zum ersten Mal sich antut, nicht immer ganz durchsichtig. Gut, die Motivation. Also everybody welcome. Das ist einmal für mich ganz wichtig, auch wenn ihr jetzt eventuell noch nie Vim benutzt habt oder schon ziemlich advanced seid. Ich will euch einfach vorstellen, was es gibt, was es da im Ökosystem alles gibt. Und ich finde, es ist nie zu früh, mit Vim zu beginnen. Also wenn ihr jetzt gerade Softwareentwickler seid oder vielleicht Entwickler seid von irgendwelchen Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible, dann ist es gut, wenn man einen Texteditor hat, mit dem man gut umgehen kann und mit dem man effizient arbeiten kann. Ein bisschen der Hintergrund des Titels meiner Präsentation war auch Vim, Vim Everywhere. Und für mich ganz persönlich ist die Motivation, Vim zu benutzen. Ich will meine Hände nicht mehr bei der Maus haben, deshalb Maus ist gleich bad. Und dann ist natürlich immer das Argument der Effizienz und der Effektivität da, die man auch natürlich online in diversen Memes verpackt hat. Da ist es mir aber ganz wichtig, es gibt sehr gute Softwareentwickler, die nicht mit Vim arbeiten und umgekehrt. Also da sollte man vielleicht nicht zu sehr mit dem Finger auf Vim zeigen. Und um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, dass Vim überall ist. Ich finde, es ist gut, wenn man sehr viel Zeit investiert, um seine Tools gut zu beherrschen, dass man das dann auch wirklich überall verwenden kann. Und Vim ist ja nicht nur ein Texteditor, das ist ja auch die Benutzung und das Benutzerinterface, das findet man an vielen verschiedenen Stellen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Systemadministrator ist und einfach in vielen verschiedenen Systemen drinnen ist und verschiedene Tools benutzen muss, dann wird man merken, dass die VI-Steuerung, die es jetzt seit 35 Jahren oder so gibt, einfach in ganz, ganz vielen Tools enthalten ist. Und deshalb macht es für mich sehr viel Sinn, Vim und einfach nur die Standardbefehle von Vim zu lernen, weil man sich dann auch in vielen verschiedenen anderen Tools und Umgebungen zurechtfinden wird. Man kann natürlich auch seine Bash so einstellen, dass die Steuerung wie im VI-Mode ist, oder sein Tmux kann man genauso einstellen, dass man alles mit VI-Shortcuts machen kann. Und deshalb ist für mich Vim oder eine VI-Distribution zu lernen, immer sinnvoll, weil man das auch in anderen Tools und in anderen Umgebungen einsetzen kann. Und natürlich ganz wichtig, auch in deinem Browser wird es funktionieren, weil es gibt genug Vim-Plugins für Browser. Gut, dann noch mal kurz zu den verschiedenen Definitionen, was ist eine IDE, was ist eine PDE, was ist ein Texteditor. Ich glaube, den Texteditor kann man ganz schnell abhandeln. Das ist was, wo man diversen Text schreiben kann und Source Code schreiben kann, auch einfach Prosa schreiben kann. Es ist sehr simpel, kann man einfach nur die Wörter natürlich hineintippen. Und die IDE, das ist die Integrated Development, das Integrated Development Environment. Das heißt, da hat man schon eine Entwicklungsumgebung, die sehr spezifisch auf eine Sprache eingestellt ist, also zum Beispiel IntelliJ für Java. Und das heißt, da sind schon die Features und die ganze Umgebung für eine Programmiersprache fix drinnen. Es ist also sehr feature-rich, das heißt, es gibt sehr viele eingebaute Features, die man sehr praktisch über eine GUI bedienen kann, und da sind all batteries included. Eine PDE, den Begriff habe ich mir vom Hauptmaintainer von NeoVim ausgeborgt. Das ist eine Personalized Development Umgebung, und da geht es darum, es soll sehr stark customisierbar sein. Und man soll auch seine eigenen Batterien bauen können, das heißt seine eigenen Plugins. Und das sollte man alles selber skripten oder programmieren und konfigurieren können. Das mal so ein bisschen zur Abgrenzung. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Standard-Features eingehen, die so eine IDE für gewöhnlich hat. Das sind so wirklich die einfachsten Sachen wie Syntax-Highlighting oder
Refactoring des Codes über das gesamte Projekt hinweg. Das heißt, man will irgendwelche Textobjekte zum Beispiel umbenennen. Das kann eine Variable oder eine Funktion sein. Und dann will ich nicht natürlich in alle Files reingehen, wo das irgendwann verwendet wird, eine Funktion. Weiter gibt es dann die Autocompletion. Das heißt, ich will eine Funktion zum Beispiel eintippen von einer Standard-Library und will dann Hilfetexte dazu bekommen oder eine Hilfe bekommen, welche Variablen jetzt, also welche Parameter gesetzt werden müssen, was für einen Datentyp die haben sollen und so weiter. Dann gibt es noch sowas wie eine Snippet-Engine. Das heißt, man kann sich da zum Beispiel in Java ist das ganz bekannt, dass man einfach Getter und Setter automatisiert setzt, wenn man ein neues Attribut bei einer Klasse hinzufügt. Und das können solche Snippets machen. Und dann natürlich integrierte Docs, also integrierte Dokumentationen beim Coden. Und auch ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, dass man auch Debugging-Tools hat. Das sind so typische Features, die man eben in einer IDE hat, die halt eine grafische Oberfläche hat. Und das wird alles sehr gemütlich über Buttons zur Verfügung gestellt. Und eine PDE, das soll jetzt eben was sein, es muss auch die absoluten Basics beherrschen, wie Syntax Highlighting oder Folding. Es muss eine Möglichkeit geben, den Kontext von Code zu verstehen, das heißt die Semantik. Die Semantik muss da sein und man muss so verstehen, okay, es gibt eine Funktion, das heißt, ich kann zur Definition der Funktion hinhupfen. Es muss auch zumindest das Framework für eine Completion da sein. Dann gibt es noch sowas wie das LSP, das ist das Language Server Protocol. Hat das wer ja schon mal gehört vielleicht? Passt, sehr gut. Da gehe ich dann später auch noch ein bisschen ein, wie das vor allem im Kontext von NeoVim, was es da für Building Blocks gibt. Ja, das heißt, so eine PDE, die muss auch zur Verfügung stellen, dass ich meine eigenen Tools und meine eigenen Toolsets in der Umgebung ja zusammen komponieren kann und das sehr customizen kann. Und das muss natürlich sehr erweiterbar sein durch irgendeine Art von Scripting Language. So, das sind einmal die verschiedenen Begriffe. Und jetzt kommen wir dann zu dem, was eine PDE ist. Und das ist der NeoVim. Und da habe ich mir nur kurz ein Zitat rausgeholt, wieder vom Main Contributor von NeoVim, den TJ De Vries. Es gibt ja natürlich sehr viele Memes und sehr viele Witze im Internet und ja, wieso tut man sich das an und wieso will man überhaupt sowas wie Vim verwenden? Dann kommen natürlich diese Argumente, die ich schon vorher erwähnt habe. Ja, man kann irrsinnig effizient sein, man muss die Maus nicht benutzen, ich werde ein besserer Entwickler und so weiter und so fort. Und das sind alles valide Argumente natürlich, aber ich glaube, wenn man sich das jetzt antun will mit Vim, auch wirklich Software zu entwickeln und nicht nur Text zu editieren, da muss man schon auch einfach Spaß daran haben, dass man das sich so zusammen konfiguriert, dass man dann auch schlussendlich mehr Arbeit reinstecken muss. Also das muss auch ganz klar sein, das darf man nicht verschweigen. Das heißt, Spaß muss schon irgendwo da sein bei dem Ganzen. Dann möchte ich noch ganz kurz zu den verschiedenen Vim-Mutationen eingehen, was es so gibt. Das heißt, da möchte ich jetzt auch ein bisschen die abholen, die vielleicht noch gar nicht wissen, okay, was ist Vim, was ist NeoVim, was ist der Unterschied? VI stands in the middle of evil, wie wir alle wissen. Es ist die erste Distribution von VI eben gewesen. Dann hat es VI Improved gegeben, das ist Vim. Das findet man schon auf ziemlich vielen Systemen. VI gibt es wirklich auf fast allen. Und jetzt, seit eh schon längerem, gibt es auch sowas wie NeoVim und die haben wirklich eine komplett neue Codebasis und ist komplett Vim-kompatibel und unterscheidet sich aber in vielen Aspekten, auf die ich jetzt dann gleich weiter eingehen werde. Weil ich auch noch die Distributionen von Vim angesprochen habe, es gibt auch viele Leute und Communities, die sich darum kümmern, dass man jetzt sich eben nicht NeoVim oder Vim selber so zusammen konfigurieren muss, dass man da elendslange Nächte hat, wo man nicht weiß, was los ist in seiner Config und viel Zeit dafür verschwendet. Und die erstellen wirklich komplette Pakete mit diversen Plugins, mit diversen Standardkonfigurationen, die für Softwareentwickler sinnvoll sind. Und das ist absolut valide, vor allem wenn man da anfangen will, einmal professionelle Features von PDEs zu verwenden.
Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, also zwei Distributionen, die wirklich ein Gesamtpaket sind. Das ist SpaceVim und dann gibt es noch Doom Emacs. Und das ist ein Emacs-Editor, der komplett Vim-kompatibel ist von der Steuerung her, mit vielen Plugins, also wer sich das antun will, gerne. Und dann für NeoVim gibt es noch was, das ist jetzt keine echte Distribution, es ist ein Kickstart-Lua-Skript, das heißt, das ist ein ca. 400 Zeilen langes Skript, was die Standardkonfiguration ist, was vom ebenfalls DJ DeFreeze zur Verfügung gestellt wird. Und das soll so eine Sensible Configuration von NeoVim sein, um seine eigene Konfiguration zu starten. Das heißt, da ist noch nicht alles drinnen, gibt schon viele gute Features, aber das soll wirklich nur der Startpunkt sein. Das heißt, wenn man zum ersten Mal NeoVim verwendet, kann es vielleicht sehr sinnvoll sein, dass man damit startet. Gut, dann noch ganz kurz ein bisschen der Unterschied zwischen NeoVim und Vim. Also ein Punkt ist einmal, NeoVim hat diverse Features schon standardmäßig inkludiert. Es gibt auch nur ein Paket von NeoVim. Es gibt keine verschiedenen Builds wie bei Vim. Das heißt, da kann man vielleicht draufkommen bei Vim, wenn man sich das mal installiert, ohne das genau anzuschauen, dass man dann vielleicht kein Python-Support hat. Und da gibt es dann halt verschiedene Größen für ja, Small, Medium, Large und X-Large, glaube ich, nennen es das. Und da sind einfach viele Features dabei oder auch nicht. Das ist dann halt vorkompiliert und das ist oft einmal was, wo man vielleicht, wenn man noch frischer ist bei Vim, einmal drüber stolpern kann, was, wieso funktioniert das bei mir nicht, das eine Feature. Und dann merkt man, oh, das ist in meinem Paket gar nicht drinnen. Das ist mal ein großer Unterschied von NeoVim zu Vim. Es hat eben den Paketmanager, das heißt, wir können Plugins ganz einfach installieren. Und dann, das finde ich, ist fast einer der wichtigsten Gründe für mich überhaupt zu NeoVim zu wechseln. Es benutzt die Lua Scripting Engine, nicht Vim-Script wie Vim. Und ich finde es einfach angenehmer für mich, wenn ich weiß, diese Scripting Language wird auch woanders noch verwendet, außer in diesem einen Tool. Also Lua wird auch zum Beispiel bei modernen, aktuellen Computerspielen verwendet, um Missionen zu skripten, falls das wen interessiert. Das heißt, wenn man diese Scripting Language lernt und kann, dann kann man sie auch ein bisschen woanders einsetzen oder zumindest die Möglichkeit ist größer. Und bei Vim-Script ist das schon sehr begrenzt. Es gibt dann auch sowas, dass das LSP, also ein LSP-Client, ist auch gleich inkludiert. Das heißt, man kann gleich mit NeoVim starten und ja, Language-Server benutzen. Und genau, das war es eigentlich dazu. Da möchte ich jetzt kurz drüber hupfen in Anbetracht der Zeit. Das war, habe ich eigentlich eh schon erwähnt. Also Lua wird hier überall verwendet für alles. Und der eine Punkt ist halt ganz wichtig. Ja, Configuration ist gleich Scripting und Scripting ist gleich Configuration in NeoVim. Und es hat da sehr gute API, die man dann wirklich da drin verwenden kann. Da nur kurz ein Code-Snippet, dass man auch sieht, wie einfach es ist, einfach den Buffer umzuschreiben. Also der Buffer ist repräsentiert das File, was man eigentlich gerade bearbeitet. Und das soll einfach nur kurz vor Augen führen, wie leicht es ist, programmatisch jetzt eben den Inhalt von einem Buffer zu ändern, wenn man sich zum Beispiel selber ein Plugin schreiben will. Gut, dann kommen wir jetzt schon zum Überblick von NeoVim, vor allem in Anbetracht mit LSP, also mit dem Language Server Protocol. Das haben wir Microsoft übrigens zu verdanken, dass es das gibt. LSP ist eben ein Protokoll, was dafür da ist, dass es gibt Language Server, zum Beispiel für Python oder für Lua. Und der Language Server, der versteht den Kontext von der Sprache, der versteht, okay, wir haben hier verschiedene Wörter und diese Wörter, das sind Keywords zum Beispiel, und da ist eine Funktion und die Funktion hat einen gewissen Scope und diese Variable ist nur in diesem Scope drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Funktion eine Variable, eine lokale verwende, dann macht es mehr Sinn, diese lokale Variable bei der Autocompletion zu verwenden, als eine globale vielleicht oder dass man eine, die im Scope gar nicht drin ist, weil sie in einem anderen drin ist, schlägt man dann gar nicht bei der Autocompletion vor. Diese Funktionalität, dass man überhaupt diese Sprachintelligenz hat, das stellt eben der Language Server zur Verfügung. Das ist ein von Vim komplett unabhängiges Programm, also ein Stück Software, was nebenseitig läuft.
Das spricht eben, also Vim spricht dann eben über das LSP, über das Protokoll mit den Language-Servern und weiß, okay, in meinem Buffer ist jetzt gerade ein Python-File und deshalb attache ich da jetzt nur den Python-Language-Server zu diesem einen Buffer und bekomme dann dadurch meine Funktionalität wie eben Auto-Completion und so weiter. So, und was wir dann jetzt da noch sehen, das sind also diese gelben Kästchen. Das sind jetzt ein paar Plugins für NeoVim, die aber sehr essentiell sind, wenn man sich eben eine Art IDE aufbauen will. Es ist zum ersten einmal Lazy, das ist der Paketmanager von NeoVim. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was? Paketmanager ist doch inkludiert. Ja, aber es gibt natürlich viele andere Paketmanager. Und der ermöglicht einfach Lazy Loading von den Plugins, die man zyklisch benutzt. Und das Gute an Lazy ist auch, man kann seine Plugins deklarativ wirklich installieren. Das heißt, ich habe in meiner Config einfach nur die Namen der Plugins drin und das Lazy kümmert sich dann darum, dass diese Plugins runtergeladen werden und installiert werden und das über ein wunderschönes User Interface, wo man jetzt nicht mehr viele schlimme Keyboard-Shortcuts sich merken muss. Und dann gibt es da noch Mason und LSP-Config. LSP-Config ist deshalb ganz wichtig, jetzt habe ich es auch schon erwähnt, also NeoVim hat einen LSP-Client inkludiert, aber es ist jetzt vielleicht nicht, wenn man gerade frisch anfängt mit NeoVim, jetzt unbedingt ganz leicht und durchsichtig, wie man das jetzt konfigurieren kann, dass jetzt wirklich der Buffer zu dem eigenen Language-Server attached wird. Und das übernimmt LSP-Config für mich. Das heißt, da brauche ich wirklich nur noch eine Zeile in meinem Code drinnen und brauche dann nur mehr sagen, hey, okay, ich will Python mit meinem Language-Server verbinden. Und das dritte Plugin, das ist jetzt Mason. Und Mason ist wiederum ein Paketmanager, aber für was ganz was anderes, nämlich nur für Language-Server. Weil Python, Lua und Rust, die Language-Server davon zum Beispiel, die haben ja nichts mit NeoVim an sich zu tun, die können ja allein funktionieren und über LSP, über das Protokoll können da komplett andere Clients wie Visual Studio Code zum Beispiel dranhängen. Und Mason hat halt ein sehr schönes User-Interface und macht es das sehr leicht, wirklich alle Language-Server zu installieren, einfach über Vim selber. Also das steuert man natürlich alles über NeoVim. Genau, das war so der wichtigste Überblick, um wirklich diese Advanced Features für Softwareentwicklung auch in NeoVim zu ermöglichen. Und ich finde, das ist gerade am Anfang, wenn man mit sowas beginnt und vielleicht sich sein Vim noch nie zusammen konfiguriert hat, oft einmal das Schwierigste, okay, was, da gibt es LSP-Client, was? LSP und Protokoll-Client und dann gibt es das LSP-Config, was ist das alles? Das kann vielleicht ein bisschen overwhelming sein, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat. Gut, jetzt zum Schluss möchte ich euch nur noch ein paar Startpunkte geben. Wie könnt ihr jetzt starten und mit Vim beginnen, wenn ihr wirklich euch denkt, okay, für die Softwareentwicklung oder nur fürs Skripten ist Vim für mich interessant. Da ist zum einen der YouTube-Kanal vom TJ DeFreeze, also eben dem Main Contributor, bringen das Wort nicht raus, der Programmierer von NeoVim. Und der hat sehr viele gute Videos und Anleitungen, was es alles bei NeoVim gibt, was es für Features gibt, was es für Plugins gibt und wie man die verwendet und wie man sich das konfigurieren kann. Und dann würde ich euch eben auch noch empfehlen, NVIM Kickstart, also dieses eine Konfigurationsskript. Und da ist das Coole, das pastet man sich einmal in seine Config hinein, startet NeoVim und auf einmal werden ganz viele Plugins automatisiert installiert. Der Language Server wird automatisiert installiert und die Config ist entsprechend aufgesetzt, dass ich sofort alle Features verwenden kann. Genau. Meine Slides sind sonst auch noch auf Codeberg oben. Das ist sowas wie GitHub, nur von einer FOSS-Community betrieben. Da könnt ihr dann sonst auch euch die Links noch rausholen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Jetzt haben wir vielleicht noch ganz kurz Zeit für Fragen. Genau, also falls es noch Fragen gibt, dann bitte. Und sonst wäre es das gewesen. Bitte? Ich weiß,
kein Plugin-Manager automatisch eingebaut. Das ist gleich wie Vim. Es gibt Plugin-Manager als Plugins, die man integrieren kann. Und es gibt so ein Package-System, das in beiden existiert. Genau, ja. Entschuldigung, ich verstehe nichts. Achso, ja, also die Frage war eine Aussage. Also dass NeoVim jetzt nicht unbedingt einen Packet Manager inkludiert hat, sondern ein System, wie man sich Plugins installieren kann. Der Unterschied zu Vim ist, glaube ich, meiner Meinung nach der, man braucht sich einfach nur das Repo reinklonen. Und bei Vim musst du noch einen Paketmanager haben, der sich aus dem Ordner, wo du die Repos reinklonst, die überhaupt sich dann herholt. Und das ist für mich eigentlich schon ein Paketmanager, wenn der weiß, okay, da gibt's das, das ist ein standardisierter Ordner. Ja. Aber es gibt kein User Interface, wo du das raussuchen kannst und das über das User Interface machen kannst, ja. Also die Frage war, ob man, wenn man jetzt auf mehreren Systemen arbeitet, wo es natürlich nicht die eigene Config gibt und das eigene Setup auf anderen Systemen, ob man sich da vielleicht über irgendwelche Umwege sich dort die Config reinholen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass das auf einem guten Weg funktionieren wird. Ne? Also mir fällt jetzt nichts ein, wie man das machen kann. Dass es, also vor allem, dass du die gleiche Umgebung hast wie bei dir lokal. Aber wenn es das für Emacs gibt, dann gibt es das sicher auch für Vim in irgendeiner Form. Schauen wir mal. Ich werde mich schlau machen. Okay, gute Frage. Sonst noch Fragen? Ja gut, dann hoffe ich, dass da jetzt nicht nur Experten drin waren, sondern vielleicht auch ein paar Leute, die ich motivieren habe können, Vim zu verwenden. Und dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und die interessanten Fragen.